Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 13.08.2021, einen Freitag. Jetzt habe ich doch gleich mein Ding vergessen hier, meine Wochenenergie, die ja besagt, ach Quatsch, das ist das Verkehre, jetzt habe ich meinen Zettel nicht mehr. Gut, die Wochenenergie ist eine störende Energie vom Außen oder irgend sowas, das war die Wochenenergie. Gut, dass ich es noch weiß. Wir mal schauen, was der Freitag und Störendes von außen bringt oder was so uns Wunderschönes bringt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Wir haben am Freitag eine Meldung, okay, der Partnerschaft. Also irgendeine Meldung in der Partnerschaft, vor der Partnerschaft, für die Partnerschaft, von welcher Partnerschaft auch immer, die uns auf einer Seite Sorge macht und auf der anderen Seite in Feierlaune bringt. Also es sind entweder verschiedene Meldungen von verschiedenen Menschen. Den einen haben Sorgen, die anderen haben Feierlaune. Es kann aber auch zwei Meldungen sein, die sich eigentlich aufheben oder konträr sind. Jetzt schauen wir mal, was uns das hier so weiter sagt. Also Meldungen, lange Zeit. Also entweder die Meldung ist vor langer Zeit losgeschickt und jetzt erst öffentlich. Oder schon lang her, das habe ich ja gerade gesagt, blöd, oder es wird lange Zeit so sein, wie die Meldung uns erzählt oder sollte so sein. Damit machen wir uns Sorgen um unser neues Leben. Also es ist irgendeine Meldung, die so zwiespältig ist, schätze ich mal. Denn irgendeine Partnerschaft ist vorbei. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht deine eigene Partnerschaft sein. Es kann auch Partnerschaft zur Regierung, zum Chef, zum Kollegen oder Nachbarn sein. Also das ist vollkommen wurscht. Das alles ist eine Partnerschaft, wenn man mit anderen Menschen irgendetwas zusammen macht oder zusammenlebt oder sonst irgendwas. Also das alles ist eine Partnerschaft. Bei irgendeiner Partnerschaft ist es vorbei, die lange Zeit bestanden hat, schätze ich mal. Und dann machen wir uns Sorgen. Ein Teil macht sich Sorgen, der andere Teil feiert. Es kommt noch von unbekannt oder von irgendeiner amtlichen Person, je nachdem, mal gucken, ob wir das noch rauskriegen. Vergangenheit macht uns Sorgen, es ist aber unveränderbar und das Unbekannte geht im Verlust. Ah, okay, also gut. Diese Meldung, welche auch immer es ist, zeigt uns etwas aus der Vergangenheit, was wir nicht wussten. Und damit kündigen wir unsere Partnerschaft auf irgendeine Art und Weise auf. Also im Kleinen sage ich jetzt, du erfährst, dass dein Partner dir schon vor langer Zeit fremd gegangen ist, das erfährst du erst jetzt, kannst du aber nicht tolerieren, auch die Vergangenheit kannst du nicht tolerieren, du kannst es auch nicht verändern und darum kündigst du deine Partnerschaft auf, zum Beispiel. Dann ist er natürlich nicht noch zu feiern, dann ist er das Feiern unbekannt. Kann aber auch sein, dass du eine Meldung kriegst, du hattest Partnerschaft mit irgendeiner Bausparverbank zum Beispiel und jetzt kriegst du eine Meldung, dass du vor langer Zeit diesen Vertrag schon gemacht hast, den du vielleicht gar nicht mehr gewusst hast oder der jetzt viel mehr gibt, wie du glaubtest und hast jetzt Grund zum Feiern. Das kommt aus der Vergangenheit, ist unveränderbar und das Fremde ist vorbei, das heißt, du weißt das jetzt oder du kaufst damit etwas, was du schon immer wolltest, was dir aber fremd war, auch das ist vorbei. Also du kannst es jetzt wirklich aus verschiedenen Richtungen machen. Wenn man es ganz global sieht, wir erfahren, dass irgendetwas Offizielles, sage ich jetzt einfach mal, weil hier offiziell liegt, vor langer Zeit irgendetwas gemacht haben in der Vergangenheit, was nicht gut war, wo wir uns Sorgen darüber machen und darum kündigen wir diese Partnerschaft zu dieser Organisation. Ich sage es eben wirklich ganz, ganz allgemein, weil ich hier nichts Verkehrtes erzählen will. Ich komme auch nur auf Regierungsstellen im weitesten Sinne, weil hier eine offizielle Person liegt. Also, irgendeine Partnerschaft, die lange Zeit war, erfahren wir jetzt, dass in der Vergangenheit irgendetwas passiert ist, was wir nicht tolerieren können. Und damit lösen wir diesen Teil der Partnerschaft auf. Und im Grunde ist es alles zum Freude für uns. Auch wenn dir das in diesem Moment vielleicht auch gar nicht so zur Freude reicht, wenn es deine eigene Partnerschaft ist. Aber du wirst sehen, dass du auf lange Sicht das eine gute Entscheidung war. Und diese Entscheidung, dieser Verlust, dass es dann endlich vorbei ist, bringt
wirklich Spaß. Was auch immer es sein mag, es ist ja eine globale Legung, für jeden anders und im Allgemeinen für uns alle, wenn ich sage, dann ist es irgendetwas Offizielles im weitesten Sinne, da lege ich jetzt offiziell irgendwas drauf, hat mit unserer Freiheit, Natur und Urlaub, also mit der Freiheit an sich zu tun. Was auch immer es heißen mag, jeder kann das für sich irgendwie zusammenschwurbeln, weil wie im Kleinen, so im Großen, das heißt auch in deinem Leben, wird irgendeine Art von Partnerschaft vorbei sein, was aber sehr gut ist. Also das sind jetzt nur Sorgen, die aus der Vergangenheit kommen. Sorgen aus der Vergangenheit sind immer etwas, was ich sowieso nicht mehr ändern kann, die kann ich nur annehmen. Also ist es Zeit hier zum Feiern, was auch immer hier vorbei ist und den Verlust geht, ist gut. Ja, dann schauen wir mal, was wir für Wissen erlangen und freuen wir uns. Wir sehen uns wieder Samstag. Habe die Ehre.